Airbus zeigte drei Konzepte des ersten In-Welt-Wasserstoffliner-Europäer. Luftfahrtgigant Airbus präsentierte drei. Das Konzept eines vielversprechenden Liners wird mit Wasserstoff liegen. Es wird davon ausgegangen, dass eine solche Lösung wird die Emission von schädlichen reduzierenden Substanzen in die Atmosphäre auf null und kann sei nach 14 Jahren in Betrieb genommen. Alle drei Projekte vielversprechender Liner erhielt einen symbolischen Codenamen, Glaube, erstes Passagierflugzeug ausgelegt für 120, 200 Passagiere und kann eine Strecke von mehr als 3700 Kilometer. Es wird angenommen, dass es sind ideal für transkontinentale Richtungen Board ausgestattet mit modifizierter Gasturbine Kraftwerke in Betrieb. Wasserstoff und der Kraftstoff selbst werden gespeichert und durch Mittel verteilt. Reservoir befinden sich dahinter hintere versiegelte Rahmen an zweiter Stelle. Liner Option wird in der Lage sein, durchzuführen Flug in einer Entfernung von 1800 Kilometern und nehmen sie bis zu 100 Passagiere an Bord. Das Flugzeug fährt weiter modifizierter Wasserstoff-Gasturbinentriebwerke und bestimmt für Inlandsflüge. Dritte, das Konzept ist ein Passagierflugzeug nach dem Schema der gemischten hergestellt. Wingliner wird in der Lage sein, bis zu an Bord zu nehmen 200 Passagiere und legen die Strecke zurück mehr als 3700 Kilometer, während seine Designmerkmale ermöglichen. Verwenden Sie eine Vielzahl von Kombinationen Kabinenlayout und Kraftstoffspeicher. Geschäftsführer und Wassermelone Guillaume. Der Scheinwerfer gab an, dass die vorgestellten Unternehmen Konzepte ermöglichen es Ihnen, zu erkunden und zu wählen. Perfektes Layout und Design für das weltweit erste Verkehrsflugzeug mit null Emissionen. Vielversprechend. Flugzeuge sollen eingeführt werden in Betrieb im Jahr 2035 als Ganzes von der Flugzeuggesellschaft übernommen. Passt voll in die ökologische. Die EU-Doktrin muss jedoch umgesetzt werden. Innovation wird erhebliche erfordern. Finanzielle Unterstützung von Zustände 2 insbesondere, um das Notwendige zu schaffen. Infrastruktur für den Transportlagerung des Betankens von Auskleidungen mit Wasserstoff. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich Video angesehen haben. Bitte abonnieren zum Kanal, um die Nachrichten und die Geschichte nicht zu verpassen, und erzähl es deinen Freunden und teile es mit Kommentare mit ihrer Meinung.